jetzt Mechthild Heil das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, spricht man über den grauen Kapitalmarkt, fällt natürlich auch immer der Begriff Procon, und heute ist es genauso. Procon, das ist der Inbegriff für Regulierungsdefizite geworden. Procon war im Anfang letzten Jahres durch die Medien gegangen als einer der größten Anlegerskandale der letzten Jahre. Auf großen Tafeln und vor allen Dingen, was am meisten geärgert hat, war wohl, dass auch in der U-Bahn für dieses Unternehmen geworben wurde, und das Unternehmen hat für Genussscheine geworben. Die erneuerbaren Energien lagen auch schon damals im Trend, und davon haben sich dann viel zu viele Anleger blenden lassen und Procon-Anteile erworben, obwohl das Geschäftsmodell alles andere als eine sichere Anlage war. Und das bittere Ende ließ dann nicht lange auf sich warten. Es ist davon auszugehen, dass die meisten Anleger wahrscheinlich 50% ihrer Investitionen verloren haben. Der Fall Procon hat einmal mehr deutlich gemacht, dass wir mit dem uns engere Grenzen setzen müssen für Produkt- und Informationspflichten, auch eben im grauen Kapitalmarkt. Die CDU-CSU-Fraktion und ganz besonders unser Finanzminister Wolfgang Schäuble hat schnell und entschlossen gehandelt mit dem vorliegenden Gesetz. Und das freut mich am meisten, die Position der Verbraucher in dieser Frage nachdrücklich gestärkt. Und dabei freuen mich insbesondere drei Aspekte des Gesetzes. Das ist einmal die Prospektpflicht, die werden konkretisiert und erweitert. Der Warnhinweis, haben wir schon darüber gesprochen. Aber auch der kollektive Verbraucherschutz wird jetzt als Aufsichtsziel in der BaFin verankert. Verbraucher müssen nun auf dem grauen Kapitalmarkt über Art, Gegenstand und Risiko der Anlage aufgeklärt werden. Dies muss angemessen erfolgen. Also, wenn der Totalverlust droht, muss dies auch ausgedrückt werden und da muss darüber auch aufgeklärt werden. Der Anleger kann damit bessere Chancen und vor allem Risiken einschätzen und auch, ob die Anlage eine sinnvolle Investition darstellt oder eben nicht. Aber auch das reicht uns noch nicht. Wir gehen darüber hinaus. Denn auch bei Procon gab es diese Informationen, gab es einen Warnhinweis schon. Deshalb tun wir noch mehr. Wir rücken die Verbraucherpolitik weiter in den Mittelpunkt der Finanzaufsicht. Die BaFin erhält neben dem Verbraucherbeirat noch weitere Kompetenzen. Sie kann nun den Vertrieb bestimmter Produkte beschränken oder sogar verbieten. Und sie darf nun auch gegenüber Anbietern und Emittenten Werbeverbote verfügen. Wir geben der BaFin also ein Mittel, und ich würde es so ausdrücken, sogar ein scharfes Schwert in die Hand, um Missstände bei Werbung für Vermögensanlagen zu begegnen. Und wir stärken das Verständnis der Verbraucheranliegen bei der BaFin. Es sollte so möglich sein, dass es eine zweite Causa Procon nicht mehr gibt oder dies zumindest erschwert wird. Und ich sage dann bewusst, das müsste erschwert werden, denn Verbraucher, die hohe Renditen erzielen wollen und dafür bereit sind, trotz aller Warnhinweise hohe Risiken in Kauf zu nehmen, die wird es weiterhin immer geben. Diese werden aber in Zukunft deutlich besser über ihr Ausfallrisiko informiert werden. Wir können nicht alle Gefahren dieser Welt wegregulieren, aber wir können dafür sorgen, dass Verbraucher besser einschätzen können, welche Produkte für sie in Frage kommen und eben welche nicht. So bewegt sich die Verbraucherpolitik immer in diesem Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Verbraucher und auch der Freiheit der Verbraucher. Wir müssen uns immer fragen, ob und inwieweit eine Regulierung des Marktes notwendig ist und ob sie dann auch zu den gewünschten Ergebnissen führt. Denn die Verbraucher und nicht der Staat muss am Ende, der Verbraucher, nicht der Staat muss am Ende entscheiden, welches Produkt ihn überzeugt. Und daher begrüße ich auch, dass wir davon Abstand genommen haben, Werbungen in Fachzeitschriften oder etwa nur im Wirtschaftsteil der FAZ zu erlauben. Denn wir werden keinem Leser, egal welcher Zeitung oder Zeitschrift, unterstellen, dass er keine Finanzentscheidungen treffen könne. Für Verbote, Vorschriften, für die Entmündigung einzelner Verbrauchergruppen, dafür sind andere Fraktionen bekannt. Das wird es mit uns nicht geben. Nein,
Wir sagen, der Verbraucher soll selbst entscheiden können, und dafür braucht er gute Informationen und vor allen Dingen auch Auswahlmöglichkeiten. Dies wollen wir ermöglichen und gleichzeitig den Wettbewerb zwischen den Anbietern zulassen. Die neuen Informationspflichten überfordern auch kleine Unternehmen nicht. Anbieter von den Crowdinvesting im Start-up-Bereich werden zu den Prospektpflichten jedenfalls nicht scheitern, werden an denen nicht scheitern. Der Trend ist klar. Immer mehr Verbraucher wollen Projekte unterstützen, die neben einer sinnvollen Geldanlage eben auch andere Aspekte decken, also eben andere Effekte haben, ja, man könnte sagen, die einen anderen Mehrwert haben. Und das ist gut so, und das unterstützen wir auch. Es gibt Anleger, die haben Ideen, die sie gut finden, die sie begeistern, und die wollen sie eben auch fördern. Das reicht dann. Wir haben heute schon ein paar Beispiele gehört von der Filmproduktion, über die Musikproduktion, über einen Anteil an einem Verlag oder einem Buch bis hin zu bestimmten Bauprojekten. Das tun sie dann aber in der Regel auch mit vergleichsweise kleinem Geld. Damit erhalten junge Unternehmen die Möglichkeit, frische Ideen, Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, die anderweitig keine oder nur eine unzureichende Finanzierung erfahren würden. Auch weil natürlich das Risiko von Banken vielleicht als zu hoch eingeschätzt wird. Für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion kann ich feststellen, wir bringen den grauen Kapitalmarkt den Verbrauchern weiter auf Augenhöhe. Wir bringen die Verbraucher auf dem Kapitalmarkt weiter auf Augenhöhe mit den Anbietern. Und am Ende entscheidet natürlich nach wie vor der Einzelne selbstständig und eigenverantwortlich über seine Anlage. Die CDU ist ein Gewinn für die Verbraucher, und das Kleinanlegerschutzgesetz wird es auch sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Dr. Julia Verlinden, Bündnis 90 Die Grünen.